Das ist sehr viel. Ich habe heute 65 Dollar gesammelt. Sieh. Und ich habe die ersten 20, die ich weggebracht habe oder bekommen habe, habe ich ausgegeben für zum Beispiel das hier. Oh, ein Jagdmesser. Sieh. Und mehrere Goldpfannen natürlich. Ah, okay. Und dies, das. Und die sind natürlich schon weg. Jetzt habe ich aber noch 38 oder so auf dem Konto. Oh, das heißt, ich werde dir jetzt Geld geben ein bisschen. Ja. Yeah. Du kriegst ja eh noch für ein Goldbarren. 2 Dollar. Ja. Yeah. Und yeah. Dann kannst du da hinten hingehen und der Arzt, dem musst du die Rechnung begleichen. Der hat nämlich sich schon um dein Pferd gekümmert. Was? Echt? Ja, ich hätte noch gelebt. Es hat... Oh, oha. Okay. Hola, Señor. Howdy. So. Pass auf. Wie viel hast du denn? 63 Penny. Gib ich dir mal 3, dann hast du noch 1 Dollar. Ja. Bitteschön, einer von mir oben drauf. Dankeschön. So, und jetzt geh da hin und hol dein Pferd. Okay. Ja, Mann, mein Pferd. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Reddit. Roleplay, wir haben in dieser Folge, also ich habe heute den ganzen Tag ungefähr 9 Stunden lang Gold gesammelt und das alles herausgefunden, wie das funktioniert. Und habe jetzt ein bisschen Geld. Dios mio. So, alles klar. So, jetzt können Sie. Vielen Dank. Hola. Hotte. Super, das sieht ja super nach Regen aus. Was ist das für ein Tier? Ist das mein Tier? Das ist mein Tier. Und hast du ihn wieder? Hey! Hola? Ja, mein Pferd. Sehr schön. Ah, fühlt sich gut an. Si. Ich danke dir. Bitte schön. Alles gut. Okay, jetzt sollten wir. Es sieht schon wieder so nach Regen aus. Ja. Wir sollten jetzt mal schauen. Nach Waffen laden, dieses Gewehr reparieren. Ja. Und dann okay. Müssen wir unbedingt jagen. Okay. Und schauen, was ein zweites Gewehr kostet, dass du auch schießen kannst. Ja. Dann können wir jagen und dann Leder sammeln für die Taschen. Das stimmt. Dass wir dann mehr Gold sammeln können. Ja. Hola. Ups. Kann ich für Sie tun? Bei mir wäre die Frage, ich habe ein beschädigtes Repetierkarabiner. Mhm. Kann man schon etwas reparieren oder ist das nicht mehr möglich? Ja, kann man reparieren. Sie, sagen Sie, das lohnt sich oder... Moment. Ich... Mach kurz Platz in den Taschen, dann kann ich mir die Waffe kurz angucken. Achso, einen Moment, ich hole sie kurz vom Pferd. Ja. So, je.
Na. Oi. Dios mio. So, alles klar. Kann ich ihn geben? Ja. Okay. Bitte sehr. Schauen Sie mal, ob das Teil noch zu retten ist. Oder ob Sie sagen würden, es würde sich eher lohnen, ein neues Gewehr zu kaufen. In dem Fall lohnt es sich tatsächlich eher, eine neue zu kaufen. Sie, okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Weil, also das ist ja eine Waffe, die Sie unten beim in der Schmiede quasi in Auftrag gegeben haben. Und die sind halt keine gelernten Büchsenmacher, deshalb da die Präzision und allem drum und dran und auch gerade die Haltbarkeit sehr schlecht. Und bei uns, auch wenn man dann natürlich ein bisschen mehr bezahlt, ist die Qualität und Präzision eigentlich gut. Schön, okay. Was kostet denn bei Ihnen so ein Gewehr? Wollen Sie das gleiche, nur in besserer Qualität haben oder wollen Sie tatsächlich schon in Richtung einem Lancaster gehen, der auch ein Repetierer ist, aber nochmal ein bisschen schneller? Also das Lancaster überzeugt mich schon, die Frage ist halt der Preis aktuell. Der Lancaster Repetierer kostet $28 mit 12 Patronen Munition schon dazu gerechnet. Henry? $28. Dafür war ich den ganzen Tag unterwegs für meine $30. Ah, verlockend. Mist. Also wenn Sie bestellen, also bei uns läuft es sowieso nur über Bestellung, wenn Sie bestellen quasi und am nächsten, spätestens übernächsten Tag ist es dann fertig. Wir schreiben uns Ihre Postfachnummer auf, benachrichtigen Sie, wann die Waffe abholbereit ist. Schön. Und Sie bezahlen auch erst bei Abholung. Okay. Das heißt, es würde jetzt dann halt, wenn Sie jetzt bestellen und morgen erst abholen oder übermorgen erst abholen, reißt nicht jetzt direkt ein großes Loch in Ihre Kasse, sondern Sie können dann morgen noch den Tag gegebenenfalls damit verbringen, noch mal ein bisschen zusätzlich was zu verdienen. Sie. Ja, das ist kein Problem. Was kostet denn der normale Repetierkarabiner? Quasi der, den Sie mir gegeben haben, genau, nur in besserer Qualität. Nur in guter Qualität. $25. Okay, das ist ja jetzt nicht die Weltunterschied. Ja. Also würden Sie sagen, das Lancaster-Gewehr würde sich eher lohnen? Also ich benutze das Lancaster eigentlich schon die ganze Zeit. Zur Jagd würde ich tatsächlich davon abraten. Aber ansonsten benutze ich das eigentlich weitestgehend. Alles klar, dann bestelle ich da eins von diesen Lancaster. Gut, Stellbuch. Wie war meine Postnummer? 1355 oder so. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich muss mal auf. Sie können ja nochmal gegenüber beim General Handleisten Postkasten, da können Sie gegebenenfalls nochmal nachgucken. Schee, okay, alles klar. Ja, ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben. Ich guck mal, wie ist deine Nummer. Super, dann aber werde ich. Und das Gewehr, wie, wenn das neu ist, wie lange kann man denn da so vertrauen, dass das hält? Also, wenn Sie nicht wollen, dass wir es mit Ersatzteilen bestücken, was dann quasi eine vollwertige Reparatur wäre und die Hälfte vom Kaufpreis kosten würde, Dios mio. Dann sollten Sie nicht mehr als, ja, absolutes Maximum 119 Patronen da durchjagen. Also das ist Maximum. Das ist das absolute Maximum, aber sie werden schon sehr viel früher aufhören damit zu schießen, weil... Man würde es merken wahrscheinlich. Ja, die Waffe wird extrem unpräzise, die Zieloptiken werden dann einfach ein bisschen dejustiert. Verstehe, klar. Kommen Sie lieber einfach mal zwischendrin vorbei, dann machen wir da ein bisschen Waffenreinigungsöl drauf, da kostet die Flasche bei uns, also wir machen das selbst. Kostet dann die Flasche plus die Handarbeit, dass wir es auftragen, 40 Pennies. Also die komplette Pflege oder wie? Eine Flasche Reinigungsmittel. Und plus wenn auftragen. Wenn Sie die Waffe so in einen mitteldurchschnittlichen Zustand runtergeschossen haben, dann brauchen wir so 6 Flaschen. Also 6 mal 40 Pennies. Also im Verhältnis zu einer vollwertigen Reparatur ist das günstig. Das ist ja gar nichts im Gegensatz, wenn ich es kaputt schieße und dann muss ich da $14 hinlegen auf einmal. Genau. So, verstehe, dann bräuchte ich einmal Ihren Namen. Ich bin der Curtis Williamson. Also Curtis mit C-U-R. Was kommt dann? Wie sagt man das? T. Hey.
T-I-S und dann William schon. Wie man spricht. Gut, und die Postfachnummer? Ist 1355. Ja, ist richtig. Siehst du? Goldenes Gedächtnis. Mhm. Ein Lancaster. Wollen Sie noch extra Munition dazu bestellen oder? Schi. Wir verkaufen es regulär eigentlich in Packungen. Eine Packung sind 12 Patronen und jede Packung kostet $3. Okay, dann machen Sie mal noch 2 Packungen extra. Und eins ist ja so dabei, haben Sie gemeint, oder? 12 genau, Schuss. Genau. Okay, sehr gut. Ich denke, das reicht uns erstmal, oder, Henry? Ich denke auch, das reicht ziemlich weit. Was sagen Sie denn, dieses kaputte Gewehr, was ich Ihnen gegeben habe? Wenn man das so produziert unten an der Schmiede, ja. Welchen Wert hätte das denn in Dollar? Wenn Sie das da unten produzieren lassen und wollen das verkaufen? Sie. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der das kaufen wird. Klar, logisch, aber das hat ihm jemand angedreht für $5. Ja, das stimmt. Ich wüsste jetzt tatsächlich aus dem Stegreif nicht mal, was man dafür an Material braucht. Also es sind 2 Eisenbarren ungefähr, dann 4 Stahlbarren und noch etwas Kupfer, glaube ich. Aber und war die quasi neuwertig? No, also die ist so wie jetzt, nur nicht kaputt. Es war schlecht, ja. In schlechtem Zustand. Ja, aber wie viel Patronen haben sie denn da durchgejagt? Haha, was waren das? Nee. 12 Stück? 11? Wenn überhaupt. Und dann war sie jetzt so kaputt. Sie. Ja, dann hat man sie über den Tisch gezogen. Denke ich mir nämlich auch, das fällt mir gerade auf. Für $5 bei dem Material, was sie genannt haben, Tisch unten heftig. Aus der Schmiede, würde man höchstwahrscheinlich vielleicht so maximal $10 bezahlen, aber dann wäre die halt auch wirklich frisch. Scheiße, Henry, komm, wach auf! Wach auf jetzt, Henry! Hey! Dios mio, das ist doch nicht wahr! Toll, jetzt wurde er wieder von seinem Pferd umgeboxt. Super, super toll, dann kannst du dein Geld ja gleich ausgeben. Ist das ein Idiot? Das ist so ein Idiot. Hast du gut gemacht, Braun. Tolles Pferd. Super, ich bring's zum Schlachter. Hör bloß auf. Verpiss dich. Wirklich, geh weg. Scheiße. Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt los? Wo ist jetzt mein Pferd hin? Ah. Schneller von uns. Hola. Ja, ich bin schneller. Ich nehme ihn schon. Ach so. Ups. Ja gut, dann einfach nach hinten durch. Mir folgen. Alles klar. Hola, junge Frau. Hallo. Ich kümmere mich mal um die Muli. So. So. Noch eine Tür müssen wir. Sie können ein bisschen bösartig mit ihm umgehen. Er ist ein Vollidiot. Okay, bitte hier hinten ins Eck. Ins Eck. Da gehört er hin. Ohne die Lampe. Gar. So. Bitteschön! Oh, das war die Wand. Ja, hoffentlich hat's weggetan. Nein, er ist ein Idiot. Ich sag schon zum 5. Mal, geht nicht dauernd hinter sein Pferd. Er ist 5 Mal jetzt insgesamt von seinem Pferd umgeboxt worden. Und beim 5. Mal ist er halt nicht mehr aufgestanden, so wie ich gesagt habe. Tja, dann darf ich auch lachen. Ja, natürlich. Ist ja eigene Dummheit. Na klar, schauen Sie sich ihn an, Tollpatsch. Alles ist schon ganz blass. Ja. Ich geh mal kurz zu dem Pferd raus. Sie kommen klar, ja, oder? Ja, alles gut. Dankeschön. Genau, ja. Ja, mit dem Pferd muss man aufpassen. Das ist seins. Ja, alles gut. Das hat geklappt. Hat's geklappt? Ach, da steht's ja. Hab schon gedacht, es wäre abgehauen. Nee. Hätte mich nicht gewundert. Ich hab's angebunden. Super. Na, ich hab's zu ihm gesagt, er soll nicht dauernd hinter sein Pferd gehen, aber beim 5. Mal ist er eben nicht mehr aufgestanden. Das, Idiot. Das fühle ich absolut nach. Meine Hüfte ist auch leicht ist gut, ist angebrochen. Ihre Hüfte ist angebrochen. Mhm. Super. Toll. Mhm.
mein eigenes Pferd hat mich getreten. Ja, eigentlich nicht. Ja, sie hat sich erschreckt. Ich wollte meine Tasche öffnen und dann sind die Riemen, haben so ein bisschen geklimpert und da hat sie sich tierisch erschreckt und hat mich dann aus Versehen getreten. Ich nehme es ja auch nicht übel, aber es ist schon ein bisschen lästig. Ja, klar, aber... Ja, scheiße. Aber er ist halt einfach selber schuld jetzt. Ja. Also 5-mal in 10 Minuten, ja. Das muss man jetzt mal hinbekommen. Auf jeden Fall. Super. Vielleicht sollte er tatsächlich mal zu Frieda gehen und sich da ein bisschen Unterricht geben lassen im Handling mit Pferden oder so ein bisschen Pferdesprache beibringen lassen, ja, dass er weiß... Sobald ich auf dem Tier reite, ist es ganz ruhig, aber sobald er da ist, geht's ab wie Sau. Weiß nicht. Weil ich bin ja jetzt auch mit ihm hierher. Aber, ja. Aber da war nix. Ganz ruhiges Tier. Komisch. Naja. So ist das eben. Vielleicht hat er irgendwas in der Tasche, was das Moody nicht so gerne riecht. Ja, er wäscht sich nicht so oft, glaube ich. Oh, okay. Das wird der Grund sein. Super. Aber ihm geht's gut. Na klar, alles in Ordnung. Okay. Obwohl, ich weiß... Oh, da fällt mir gerade was auf. Ich war vor 3 Tagen oder 4-mal hier wegen einer Schusswunde in der Schulter hier. Mhm. Und da hieß es, ich soll mal zur Kontrolle kommen. Das habe ich aber nie gemacht. Oh, das ist nicht gut. No. Haben Sie denn noch Beschwerden? Nein, ich spüre gar nichts mehr. Da ist halt nur noch eine Naht drin. Das ist halt das Problem wahrscheinlich. Mhm. Scheiße, Henry, komm mal rauf! Also Leute, Henry ist schon wieder vom Pferd erschlagen worden. Nicht von meinen Fäusten oder so, okay? Also alles nur Pferd gewesen. Henry, komm schon! Scheiße, komm mal rauf! Na super. Und jetzt ist hier keiner mehr. Rachel, bleib hier. Rachel, bleib. Hola? Hallo? Ist hier jemand? Scheiße. Henry? Okay, pass auf, ich behandle dich. Pass auf. So? Oh, scheiße. Ah, das war ein bisschen zu früh. Warte mal. Hier auf die Bank. So. Super. Alles klar. Also, wir müssen eine Spirotomose machen. Das funktioniert voll. Ah, scheiße. Ich brauche einen Arzt, Mann. So, Henry, und jetzt? Scheiße. Okay, wir machen das jetzt so, Henry. Wir gehen jetzt hier schlafen. Okay. Und morgen früh wirst du bestimmt wieder wach sein, oder nicht? Hoffe ich doch mal. So. Gute Nacht. Schon wach auf, Junge. Wach auf jetzt. Oh, nicht alles umschmeißen. Komm hier. Oh. Alles klar, bis morgen, Henry. Gute Nacht.